Willkommen zurück zu Assassin's Creed Teil 2. Hier ist die Goretti und beim letzten Mal hat uns der Animus rausgeschmissen, beziehungsweise unsere Leute haben uns rausgeholt aus dem Animus. Und wenn ich mir Lucy gerade hier so betrachte, sieht die irgendwie nicht gerade glücklich aus. Mal gucken, ob wir mit ihr reden können. Hey. Hi. Alles okay? Ja, alles klar. Alles super. Sicher? Wir haben gestern noch zwei Teams verloren. Noch 8 von uns einfach weg. Tut mir leid. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Es wird immer schlimmer und schlimmer. Erinnerst du dich, was du mir sagtest? Du musst glauben. Und schau, hier sind wir sicher, ganz sicher. Und wie lange? Wenn sie uns finden, was ist dann? Wenn es passiert, erledigen wir das schon. Ich beschütze dich. Weißt du Bescheid, liebe Egal. Lucy? Genug gejammert für heute. Ich mach mich an die Arbeit. Solltest du auch. Klar, kein Thema, Lucy, aber erst will ich noch mit allen reden. Kann ich mit dir noch irgendetwas reden? Mal schauen. Scheinbar nicht, hä? Doch. Wirklich, mir geht's gut, ganz ehrlich. Alles klar, Lucy. Dann schauen wir mal, ob wir mit Rebecca hier noch was besprechen können. Rebecca! Junge Frau, ich möchte mit dir reden. Kann ich gar nicht. Von der anderen Seite? Auch nicht. Okay, dann will Rebecca wohl nicht mit uns reden. Sean, hast du uns was zu sagen? Du kleiner, ehrlicher, toller Mensch. Nee, auch nicht. Hä? Haben die uns echt alle nichts zu sagen? Och, das ist ja langweilig. Ja gut, dann wieder rein in den Animus. Ich war mir ziemlich sicher, dass wir hätten mehr mit denen reden können. Nö, passt aber nicht. Gut, dann auf. Wir haben zu tun. Venedig wartet auf uns. Jawohl. Nach einem gelungenen Ladebildschirm werden wir jetzt nämlich endlich Venedig erreichen. Ja, Jo-Aktion beendet, klar. Das ist nicht gerade das neueste Spiel, aber immer noch eins der schönsten. Wobei Teil 1 war auch echt cool, muss ich sagen. Ich fand es total schön. Aber es gibt eigentlich nicht viele Spiele, die ich mir so gekauft habe im Laufe meines Lebens, die ich nicht schön fand. Gab es da eins? Ich kann es euch gar nicht genau sagen. Ich werde mal bis zum nächsten Mal drüber nachdenken. Yay! Na los, Spiel. Ja, Venedig baut sich auf. Und welches Jahr haben wir mittlerweile? Die erlauchteste Republik Venedig, 1481. Ja, 3 Jahre sind vergangen, seitdem unser Papa gestorben ist. Und ja, was soll ich euch sagen, es ist halt wie es ist, ne? Nicht nur unser Papa, natürlich auch unsere beiden Brüder. Und da wären wir in Venedig. Ich glaube, bevor ich aber mit hier unserem kleinen Furzi reden, werde ich den ersten Punkt hier in Venedig synchronisieren. Wo muss ich dafür hin? Da? Da muss ich, glaube ich, hin. Kommen wir von hier aus hoch? Schauen wir mal. Ja, da war wieder so ein Marktschreier. Ich wollte ihn nicht unterbrechen, deswegen habe ich kurz geschwiegen. Ich weiß gar nicht, ob man überhaupt was gehört hat von dem, was er da herumschreit. Aber egal. Ich dachte, ich schweige einfach mal in der Minute. Weil das ist immer sehr lustig, was sie da herumschreien. Jawohl, geschafft. Der erste Punkt, den es hier zu, Aussichtspunkt natürlich, den es hier zu synchronisieren gibt. Und das machen wir dann auch. Schick, schick, schick. So, und dann aber auf zu, dringen bei Regen, Kälte und Nässe in eure Stiefel. Wie heißt er? Leonardo. Und euren Füßen etwas Gutes tun. Kommt zu Faccio. Er hat für jeden genau die richtigen Stiefel. Ach so, Faccio ist so ein, was weiß ich. Oh, in der Stadt, also in unserer Villa gibt es auch wieder viel Kohle. Da gehen wir mal ein andermal hin.
Jetzt erstmal zu dir, mein Freund. Wieso kann ich dich nicht... Ah, jetzt doch. Messer Da Vinci. Ja? Buongiorno. Willkommen, ich bin Alvise. Signor Donna bat mich, euch zur Werkstatt zu geleiten. Seid ihr bereit? Natürlich, mein Freund. Benvenuto. An einer Stadtführung durch Venedig mit Alvise teilnehmen. Auf geht's. Ah, Venezia. Welcher andere Ort ist so schön, so stabil, so perfekt? Ja? Kommt, ich zeige euch ihre Wunder. Na dann mal los, mein Unser Freund. Unser erster Halt? Die Rialto-Brücke. Seht, wie elegant sie sich über den Canale Grande spannt. Ah, ein Symbol für den Glüfe. Stolz und die Einheit Venedigs. Ja, das, Lasst uns weitergehen. Wir müssen jetzt erstmal Alvise folgen. Nützt ja nichts, wenn da eine San Glüfe Giacomo ist. Di Rialto, die älteste Kirche Venedigs. Ist sie nicht wundervoll? Und der Uhrenturm. Magnifico. Ich sehe nichts. Wo ist der Uhrenturm? Geh mir aus dem Weg, Mann. Kommt, kommt. Es gibt noch mehr zu sehen. Ah, schön. Das war kurz. Wo bist du hin? Ah, da. Mann, das nennst du eine Stadtführung? Das ist keine Stadtführung. Keine andere Stadt kann es mit den Märkten Venedigs aufnehmen. Seien es Tücher oder Gewürze aus nah und fern. Es gibt... Du solltest doch zu Hause bleiben. Aber die Miete ist bezahlt. Ich habe das Recht, hier zu verkaufen. Emilio sieht das anders. Nein, nicht! Halt! Setzen wir den Rundgang woanders fort. Ja, okay, da würde ich jetzt auch nicht bleiben wollen. Das war ein wenig komisch. Aber so wirklich nenne ich das, was du hier machst, mal keinen Rundgang, weil du gehst so schnell an den Sachen vorbei. Man hat überhaupt keine Chance, irgendetwas zu sehen. So richtig. Was ist denn jetzt schon wieder los? Schau, ist das nicht fabelhaft? Würdest du mir das kaufen? Ich habe mein Geld bei meinen Sachen gelassen. Hey, pass doch auf, verdammt! Oh ja, Ezio hat gelernt aus dem letzten Malen. Er hat gleich mal geguckt, ob das Beutelchen noch da ist. Ja, wie ich sehe, wir haben immer noch 16.000 Florin. Das Beutelchen ist also wirklich noch da. Ja, was jetzt schon wieder? Und hier haben wir den Palazzo della Seta, Heimat Emilio Barbarigos. Mm. Eigentlich ist er durchaus sehenswert. Aber so wie die Dinge jetzt stehen... Warum? Was ist passiert? Er versucht, alle Händler unter seinem Banner zu vereinen. Aber es gab Widerstand. Teilweise gewaltsam. Was für eine Art Widerstand? Sie sagen, sie kämpfen für das Volk. Für Freiheit, Gleichheit und ähnlichen Unsinn. Ha, Unfug, wenn ihr mich fragt. Ah, da ist unser Markthändler. Die haben meinen Stand zerstört. Ich verlange Wiedergutmachung. Oh, oh, hier, mein bitte Freund. Schön. Ja, war Der klar. Doge wird davon erfahren. Ich werde das dem Rat melden. Na dann viel Glück, mein Freund. Was tut ihr denn? Ihr seid wegen Behinderung des Handels verhaftet. Das habt ihr euch ausgedacht. Es gibt kein solches Gesetz. Jetzt schon. Nein, halt! Ja, das war wohl öfters so im Mittelalter, dass man sich die Gesetze einfach selbst gemacht hat. Oh, 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 der arme Kerl. Hoffentlich foltern sie ihn nicht zu sehr. Laufen wir mal ein bisschen schneller hinterher. Sind wir denn jetzt mal bald da? Und nun zeige ich euch die Werkstatt, Ser Da Vinci. Wir scheuten weder Kosten noch Mühen. Passt auf, es ist perfekt, als hättet ihr Firenze nie verlassen. Ich wünsche euch großen Erfolg und hoffe, ihr schätzt Venezia ebenso, wie sie euch schätzt. Du hast wohl kein Geld dabei, mein Freund. Aufregend, nicht? Kommst du mit rein? Vielleicht später. Ich muss zum Palazzo della Seta, um eine Audienz bei Emilio zu bekommen. Wie du willst. Aber solltest du einmal Langeweile haben oder weitere Kodexseiten finden, komm zu mir. Meine Tür steht dir immer offen. Grazie, mein Freund. Ja, komm in meine Arme, Leonardo.
Ja, aber wir werden tatsächlich erstmal zu Leonardo reingehen. Oh, Emilio Barbarigo. Was hast Emilio du uns zu dem Barbarigo. Erzählen? Titan der venezianischen Industrie, Schrecken der Unterwelt. Unterstützt von seiner Familie, brachte er den Markt mit geschickten Schachzügen, wie die Konkurrenz zu verdrängen und Lobbyarbeit, unter seine Kontrolle. Er gründete die venezianische Polizei fast ganz alleine. Er machte die Straßen wieder sicher und seine Finanzen steuerfrei. Emilio behauptete, ein Unterstützer der Republik zu sein. Das Problem ist, wenn dir die Polizei gehört, werden Wahlen schnell lästig. Und die Opposition sowieso. Das ist richtig. Ja, so viel zu Emilio, ne? Gut, aber wir hatten ja Codex-Seiten. Und diese zu entschlüsseln, war ja eigentlich unser Anliegen, weswegen wir überhaupt erst in Florenz zu Leonardo gegangen sind und feststellen mussten, dass Leonardo auf dem Weg nach Venedig war. Deswegen erstmal die Codex-Seiten. Klopf, klopf. Mach auf, mein Freund. Leonardo. Ezio, es ist gut, dich zu sehen. Wie kann ich dir helfen? Haha, du hast noch eine gefunden. Wie aufregend. Nicht nur eine, mein Freund. Nicht nur eine. Das ist einfach. Man muss nur jeden zweiten Buchstaben bewegen. Hier. Ach, könntest du mir nicht auch bei den Rätseln um die Glyphen helfen? Gut, wo geht es hin? Wow, mein Gott, ist das wahnsinnig viel. Ich würde sagen, den und den da hinten werde ich synchronisieren und dann geht's weiter mit der Hauptmission. Weil die liegen quasi auf dem Wege. Warte mal, einen konnten wir noch gar nicht synchronisieren. Ich glaube, das ist auch der. Okay, den machen wir erstmal noch nicht. nein, das wollte ich nicht gerade. Ich will eigentlich die Karte. Gut, dann synchronisieren wir diesen Aussichtspunkt und kümmern uns dann um die Hauptmission. Gut. Und dann mal auf in diese Richtung. Was bewacht ihr denn da, Freunde? Mächten, Priestern, Obrigkeiten, leeren Worten, harten Zeiten. Ein rechtes Ende zu bereiten ist gekommen, jetzt bereiten. Ach, nein, da ist er ja schon wieder. Unser guter Herr ist da, zeigt Respekt ihm immer wieder. Beugt das Haupt und kniet nieder. Ja, kniet nieder vor mir. Hier, mein Freund, dafür erhältst du ein bisschen Kohle. So, und jetzt lass mich in Ruhe. Kommt, Freunde! Ich habe heute frisch gefangen. Ja. Die wollen natürlich immer wieder ihr Liedchen in unserer Gegenwart trällern. Nein, mein Freund, ich habe gerade jemanden von euch Kohle gegeben. Mehr Kohle gibt es nicht. Zumindest nicht heute. So. Rauf da, Ezio. Wir haben einen Punkt zu synchronisieren. Oh, hier stehen überall Wachen. Da gibt es Diebe. Die könnten wir natürlich für unsere Zwecke anheuern, aber im Augenblick gibt es keinen Zweck, um die anzuheuern. Von daher auf zu diesem Punkt und dann zur Hauptmission. Trala, tata, baba. Wieso habe ich irgendwo Schaden gekriegt? Ich weiß es gar nicht so genau. Ja, diese Musik. War die eigentlich in Teil 1 auch so, die Musik? Ist sie noch überall gleich? Ich weiß, irgendwann fängt sie an, sich zu ändern. Ich glaube, ab Teil 3 oder so. So. Hier gibt es ein paar Prostituierte, die wir uns... Und eine Codex-Seite. Kommt mal mit, Mädels. Wir sind im Geschäft. Kommen wir hier rüber? Nein, natürlich nicht. Wo geht es lang? Hier entlang. Kommt mal her, Mädels. Gut, dass wir diesen Punkt synchronisiert haben. Ach, dann ist das scheinbar tatsächlich dieses, da wo ich vorhin dran vorbeigekommen bin. So mehr oder weniger. Ja, hau ab. Lauf weg, mein Freund. Diese hier. So, Mädels, wo seid ihr denn? Ah, da kommt ihr ja. Waren das nicht mehr? Sehr schön. Ja, was für eine Frau, genau. Sehr schön, mein Freund. Lass du dich mal ablenken von dieser Frau. Das freut mich.
Jetzt könnten wir direkt wieder zu Leonardo, aber nein, das wollen wir nicht. Wo war die Hauptmission da vorne? Ich überlege, ob wir, weil es wird ein bisschen knapp mit der Hauptmission und hier waren ja noch so ein, zwei Glyphen. So von der Zeit her, weißt du? Ich glaube, ich mache noch eine Glyphe und kümmere mich dann in der nächsten Folge um die Hauptmission. Da hinten ist noch so ein Borgia-Kurier. Kriegen wir den? Ach, dran vorbeigesprungen. Ach dann, bleib mir doch weg, du oller Halunke. Weg mit euch. Ja, besser ist das, dass ihr mir aus dem Weg geht. Ich habe ein bisschen mehr zu tun. Weg mit euch. So, und zwar war ja hier diese Kirche. Und da zeige ich euch auch nochmal die Glocke. Und hier gab es eine Glyphe. Wie komme ich da am besten hoch? Ich glaube hier herum. Hoch mit dir, Ezio. Ja, das sieht doch gut aus. Rauf da. Ja, mein Freund, ich möchte dir nichts Böses, also lass es lieber. Und da ist die nächste Glyphe. Juhu. Die lösen wir noch und dann setze ich einen Schnitt. Er wollte den Kreislauf stoppen und das Geheimnis verraten. Scheiße. Ich muss der Kopfschmerzen denken, sie verdammt. Okay. Die Kopfschmerzen, es wird immer schlimmer bei dir, ja? Dann schauen wir doch mal. Nikola Tesla. Ja, das könnt ihr euch gerne alles selber durchlesen, wenn ihr wollt. Wir kümmern uns jetzt mal darum, was wir hier machen müssen. Ach, das war recht einfach. Hier geht es einfach nur darum, diese ganzen Lämpchen anzuklicken. Super, wir haben es geschafft. Jetzt sehen wir einen Turm da vor uns. Und was ist das da? Ist es das? Tatsache. Er fand es in Kroatien. Was fand er in Kroatien? Infrarot einstellen? Wieder irgendetwas in der Hand? Ja, natürlich. Ein Edelsplitter. Die würden es in seinem Labor finden. Bastcode gefunden und Datei wurde freigegeben. Sehr schön. Dann hätten wir auch das geschafft. Hupsa, falsche Taste. Super. Ja, da oben stehen noch mehr Wachen. Ich glaube, ich mache mich dann mal auf den Weg nach unten. Ezio, halt dich bitte fest irgendwo. Oder auch nicht. Jedenfalls wird es jetzt Zeit wieder für einen Schnitt. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, bleibt sauber und gesund und bis demnächst dann, wenn ihr denn so wollt. Tschüss!